Schloss. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Nee, alle Fenster da. Aber wenn ich da schon eine Leiter sehe, na also. Na, komm. Das ist wirklich, ich würde so gerne mal einen Bethesda-Menschen interviewen, weil die eine entscheidende Frage wird immer nie gestellt. Warum gibt es in Bethesda-Spielen keine Leitern? Warum? Was ist los? Kann die Engine keine Leitern darstellen? Oder haben die sich aus irgendwelchen Gründen dazu entschieden, keine Leitern in ihre Spiele einzubauen? Weil sie Leitern hassen? Oder weil es schwierig ist, gute Leitern zu machen? Man weiß es nicht, aber es gibt keine Leitern. Warum? Na, die Tür ist aber ziemlich nicht mehr so fit, oder? Die werden wir wegaden. Wir hätten auch vorher klopfen können, aber ja. Ich glaube, ich habe die strukturelle Integrität des Hauses beeinträchtigt. Ich glaube, jetzt dürfen wir nicht mehr schneller als Warp 2 fliegen, sonst wird es kritisch. Oh, oh, das knarzt schon alles so. Hallo, Herr Professor, ich glaube, ich habe gerade Ihr Haus zerstört. Margot, bist du das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz. Und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Schüttler? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts. Ich will auch nichts wissen. Kapiert? Nein, 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 nein! Raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich. Ich weiß es. Genau, Leitern sind aber nur Ladebildschirme. Wenn man auf Leitern klickt, dann ändert man den Screen, also die Welt. Also, ne, wird eine neue Instanz geladen. Aber es gibt keine Ich-kletter-hier-auf-Leitern-rum-Animation. Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Hm? Bitte, du weißt Bescheid. Gaunter Odim, Inkarnation des Bösen. Er schickt mich nicht, aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Hm. Ein Mutant? Hm. Hm. Ja. Möglich. Wieso wird die Tür bewacht? Bist du hier gefangen? Schutzgewahrsam nennt sich das. Schutz? Ich bin nicht mehr Herr über mein Schicksal. Nicht mal Luft holen kann ich ohne Erlaubnis. Was wollen Sie von dir? Es mag dir nicht klar sein, aber ich gehöre zu den führenden Okkultismus-Experten, den Lebenden heißt das. Mein Mentor war der überragende Professor Lionel van... Und jetzt kooperierst du mit den Hexenjägern? Kooperieren? Ha! Als hätte ich eine Wahl. Sie sind unwissend. Aber ihnen ist klar, was ich über Magie und Hexen und Zauberer und so weiter weiß. Dieses Wissen benutzen sie zu barbarischen Zwecken. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Hm, ja. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Hm. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir? Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Odim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen. In vielen Kulturen, unter vielen Namen. Aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Odim, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne packt.
Bande schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Ja, der Soundtrack von Witcher 3 ist wirklich super. Immer super stimmungsvoll und passend. Und hat so einen ganz eigenen Stil, erkennt man sofort wieder. Bei Cyberpunk 2077 gibt es eine wichtige Story-Szene, die ich nicht spoilen will, aber da läuft eine Musik, die sehr stark an Witcher erinnert. Das hat mir gefallen. Was ist das für ein Kreis? Was bedeuten diese Runen? Sie schützen mich. Hier kann das Böse mich nicht erreichen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er hat mich einmal besucht. Faszinierendes Treffen. Ich war schon blind, aber ihn konnte ich sehen. Er lächelte mir zu. Behauptete, mein Interesse sei ihm eine Ehre. Er wollte sich bedanken und sein ebenbürtiges Interesse an mir bekunden. Er zog diesen Kreis und sagte, darin sei ich sicher. So zeigt er sich erkenntlich, weißt du? Hast du ihn je verlassen? Hättest du ihn reden hören, würdest du ebenso wenig wie ich zweifeln, was dann geschieht. Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Udim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn oder stirb. Du lebst noch. Leben in ständiger Angst nach dem, was ich über ihn weiß. Und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Udim treffen sich. Es gibt einen Wunsch. Einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Udim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Moment, ich habe jetzt irgendwie nur die Hälfte mitbekommen. Aber das wird sich schon ergeben. Warum wollte Olgierd Udim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Udim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst und Udim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Udim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Also im Endeffekt ist Udim so ein bisschen der christliche Teufel, ne, aus der christlichen Mythologie, so wie er jetzt hier beschrieben wird. Udim hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und
und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Ganz schön eitel, dass das seine einzige Sorge ist. Er will nur diese paar Kratzer an seiner Wange weghaben. Das stört ihn jetzt wirklich. Alles andere wäre ihm eigentlich wurscht. Danke, das hilft mir weiter. Gut, sehr gut. Ach, nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend. Oh oh, kleine Stöckchen fallen vom Himmel. Große Bücherregale auch. Und dann stirbt er an der Flasche. That escalated quickly. Er hätte gewollt, dass ich seinen Schlüssel und sein Buch klaue. Ich bin mir sicher. Wir hatten nicht viel Zeit miteinander, aber die Zeit, die wir hatten, war wunderschön. Ich werde dich nie vergessen, Professor Shylock. Aha. Meine Notizen und Beobachtungen, Professor Shylock. Der von Odim, oh Gott, Hilfe, mein Gott, kannst du mal stehen bleiben. Der von Odim erstellte Kreis flößt mir Angst ein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich habe keinen Namen für den Sinn, mit dem ich ihn wahrnehme. Wenn ich mich seinen Grenzen nähere, schießen mir seltsame Schauer über den Rücken. Hierbei handelt es sich nicht um Schmerzen, sondern um etwas, das mir die Haare wie die Stacheln eines Igels zu Berge stehen lassen. Dann würde ich es den Supersonic-Sinn nennen. Fände ich gut. Ein Monat ist vergangen und ich befinde mich noch immer innerhalb des Ruinenkreises, des Runenkreises. Jetzt ist es ein Ruinenkreis. Ich werde zunehmend von Albträumen geplagt. Mittlerweile fürchte ich mich schon vor dem Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich habe geträumt, ich hätte eine Tochter. Seltsam, da ich nie Kinder hatte. Und doch kam eins im Schlaf zu mir. Sie war nicht älter als 10 Jahre. Sie nannte mich Papa und liebte mich über alles. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Das Seltsame daran war jedoch, dass ich für sie eine starke väterliche Liebe empfand. Kann man wirklich von jemandem träumen, der nicht existiert? Kann man diesen jemand lieben? Also, die erste Frage ist ziemlich dämlich. Kann man von jemandem träumen, der nicht existiert? What? Ich fürchte mich nicht mal vor dem Schlaf. Vielleicht hat Odin beschlossen, mir Frieden zu gewähren. Ich habe nicht vor, ihn umzustimmen. Meine Träume über Amelie verschaffen mir große Freude. Meine Tochter ist ein gutes und intelligentes Mädchen. Ich glaube, dass aus ihr einmal eine wunderbare Frau werden wird. Schade, dass sie nur in meinen Träumen existiert. Es ist nicht nur so, dass ich den Schlaf nicht mehr fürchte. Vielmehr kann ich ihn mittlerweile kaum noch erwarten. Welch fantastische Wendung. Wenn alles so bleibt, werde ich bald versuchen, den Kreis zu verlassen. Ich weiß jetzt, warum ich seit Wochen von dem Kind geträumt habe, das ich nie hatte. Es war sein Werk. Heute Nacht ist meine Tochter gestorben. Sie bekam eine seltsame Krankheit, die an ihrem ganzen Körper scheußliche, eitrige Pocken entstehen ließ. Sie weinte und bat mich, ihr zu helfen, doch ich konnte nichts tun. Sie starb in meinen Armen. Ich erwachte schweißgebadet. Ich bin am Boden zerstört und mein Geist ist zerrissen. Seit Amelies Tod sind 3 Monate vergangen. Mir blutet noch immer das Herz und dauernd werde ich von schrecklichen Visionen geplagt. Ich bin ein Blinder, der sich wünscht, nie etwas gesehen zu haben. Denn verglichen mit dieser quälenden Vision wäre die völlige Blindheit eine Erleichterung. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich bin ein zutiefst unglücklicher alter Mann geworden. Seit einem Jahr lebe ich nun innerhalb des magischen Kreises. Immer häufiger kommen mir Selbstmordgedanken. Es wäre so einfach. Ich müsste nur aus dem Kreis treten. Ach, ist er nur auf der Flasche ausgerutscht, weil er aus dem Kreis getreten ist? War das der Fluch? Quasi.
Er hat den Kreis verlassen. Wäre in dem Kreis, wäre ihm wahrscheinlich auch das Haus nicht auf den Kopf gefallen, aus magischen Schutzgründen. Naja, sorry. Aber andererseits, hey, ich glaube, ich habe ihm vielleicht einen Gefallen getan? Fragezeichen. Bestimmt. Ganz bestimmt. Warum sind hier so komische Bretter? Ich habe ein bisschen Angst, dass Geralt stirbt, wenn wir hier runterfallen. Fallschaden. Ne, Höhen sind des Hexers größter Erzfeind. Natürlicher Feind vielleicht sogar. Dafür, dass er Katzenaugen hat, hat er nicht gerade Katzenfallkräfte. Oh oh. Ich hab's doch gesagt. Lächerlich. Abraxe, danke für den Bitregen. Oh mein Gott, guck mal, links und rechts fallen sie neben das Glas. Ich wollte gerade sagen, mal schauen, ob ein einziges Shamrock-Blatt im Glas bleibt. Aber ja. Hey, Mr. Skyline, hallo. Ebenfalls Grüße. Naja, gut, dass ich gespeichert habe. Fallschaden. Ach, ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich kann wahrscheinlich durch die Fronttür rausgehen. Guck mal, ist das normal? Das entdecke ich gerade zum ersten Mal. Die ganzen 1er Shamrocks sind normal und die 100er Shamrock-Dinger haben so kleine Goldsternchen. Ist das immer so? Also im Chat zumindest, nicht im Glas. Na gut, gehen wir mal. Hä? Jetzt ist die Tür wieder ganz. Komisch. Die wird wohl beim Neuladen irgendwie regeneriert, die Tür. Interessant. So, wo ist jetzt hier die Tür? Ah ja, genau hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Tada! Wie kommen wir denn hier jetzt wieder raus, ohne dass uns 1000 Menschen töten wollen? Wahrscheinlich hier über diese... über diese auffällig platzierte Leiter. So, da la. Und dann können wir vielleicht einfach von der Mauer springen. Ins Wasser? Na, von mir aus. Sudala, jetzt. Muss ich mal in unser Questbuch schauen. Bevor wir jetzt nämlich hier die Hauptquest vielleicht Richtung Ende treiben, würde ich gern zumindest die Nebenquests aus diesem DLC noch machen vorher. Gibt es auch Hexer? Nee, die Hexeraufträger gibt es nicht. Ah, es gibt aber tatsächlich einen Schatzsuchauftrag. Und der alle Schema mit der ophirischen Ausrüstung. Naja, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Nein, die Schatzdinger, die Schatzsuchdinger muss ich nicht unbedingt machen. Die sind selten mit guten Geschichten verbunden, sondern eher mit Loot. Aber die Nebenquests würde ich wirklich gern noch abschließen, die jetzt hier dazugehören. Finde eine Spitzhacke. Aha. Und suche mit Hilfe deiner Hexersinne im Totenwald nach Spuren von Volkert. Hä? Wie kamen wir denn zu der Quest? Ich war doch schon im Totenwald. Beziehungsweise habe ich doch hier oben... glaube ich, die Aufzeichnung gefunden von wegen, hör, wir sollen hier im Totenwald sein, aber irgendwie haben wir uns verlaufen. Und anscheinend ist der Totenwald hier unten. Das ist lustig. Lustig. Tralalalala. Dann werden wir das jetzt tun. Hey. Dingsy, wie heißt sie gleich nochmal? Die Kniereparateurin hat doch gesagt, wir sollen zu ihr kommen nochmal, bevor wir was anderes tun. Wie denn? Wo denn? Was denn? Wann denn?